Ein herzliches Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda, wo der Bordcomputer mich gerade darüber informiert hat, dass sie etwas empfängt. Und zwar eine neue Anomalie. Die ist da. Okay. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Oh, ein Cat-Orbitalspeicher. Ich glaube, den schauen wir uns doch mal näher an, oder? Weil... Naja, nicht, dass das so eine Versorgungslinie ist mit dem Reindriften und so. Lass uns das mal angucken. Aha. Unsere turianische Freundin auf Eos hat gute Instinkte. Sehen wir uns das mal an. Oh ja. Ja, das nehmen wir dann mal alles mit, was wir da so finden, ne? Verschiedene Waffen, Panzerung, Cat-Lebensmittel. Theoretisch. Und. Also das ist doch schon mal nicht so schlecht. Empfängt, ja, empfängt noch was. Die ist auch hier drüben. Und zwar wahrscheinlich das hier, der Punkt, genau. Schicke Sonde aus. Da fliegen wir auch direkt hin. Und holen uns wahrscheinlich den nächsten Orbitalspeicher. Aber ist ja ganz gut. Wir brauchen nämlich für manche Sachen Cat-Legierungen. Ich habe da so komische Forschungspunkte ausgegeben, wo mir noch was fehlt. Aber dann könnte ich mir eine Cat-Schrotflinte bauen. Blend. Mögliche Cat-Vorräte. Genau wie Darkett es vermutet hatte. 29 Andromeda-Lebensfähigkeitspunkte. Okay, danke. Das haben wir also geschafft. Das freut mich dann natürlich. Empfänger auf EOS aufstellen. Ja, schön und gut, aber Na, wo ist mein Logbuch? Das haben wir. Ist das als abgeschlossen gewesen? Nee. Bum, 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 bum. Bessere Zufälle. Finde ich das hier? Nee, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns halt auf ins nächste System, wenn wir hier bei EOS gerade nichts tun können. Wir hätten hier Ericsson oder wir hätten hier eine hoffnungsvolle Spur von Aya. Dem bin ich jetzt schon so oft dran vorbeigeflogen, jetzt gucken wir da mal kurz hin. Auch mal kurz mein Glas wieder auffüllen. Jeden wach. Oh. Schön. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Raumschiff-Wrack. Ja, fangen wir mal mit der Anomalie an, oder? Es treibt dahin. Katastrophale elektrische Schäden. Aber vorsichtig, ne? Nicht zu nah ran an das Ding. Ich hoffe, unser Pilot ist gut. Ach du Kacke. Oh, ist aber eins von unseren Shuttlen, ne? Das ist das Forschungsschiff, über das Dr. Aridana uns informiert hat. Keine Lebenszeichen im Inneren. Das will sie mit Sicherheit erfahren. Ja. Mit Sicherheit will sie das erfahren. Also wieder etwas, was wir auf der Nexus berichten können, wenn wir zurück sind. Ja, das ist ja auch echt strange, dieses Wurzelgeflecht mitten im Weltall. Ich bin selbst guckt über den Planeten an. Der Planet wird von den Wurzelgeflecht-Dingens da langsam. Anomalie geortet. Irgendwie umgeben. Ach, da ist er. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. Oh, cool. Milchstraßenforschungspunkte nehmen wir natürlich gerne.
Ups, das war falsch. Ich wollte nochmal auf den Planeten selber klicken, nicht auf den Satelliten. Da ist nix. Ups, falsche Taste. Dann würde ich sagen, weiter zum nächsten Planeten. Das ist wahrscheinlich der hier. So, kommen wir der Sache wieder näher. Na, immerhin ist der nicht auch schon wieder so eingehüllt. Das sieht so übel aus irgendwie. Was auch immer das ist. Noch eine. Der Krater hier, okay. Sonde gestartet. Wir haben einen Krater. Ja, den habe ich auch ohne Sonde gesehen, den Krater. Hochgeschwindigkeitseinschlagkrater. Okay. Schwere Trümmer entstand möglicherweise die Geisel. Der Meteorit enthält immer noch wertvolle Ressourcen. Mhm. Ja, Geisel heißt das Ding ja. Ich nenne es halt irgendwie, ja, komisches Geflecht. Ich weiß halt nicht, wie man da auf Geißel kommt bei dem Anblick, aber okay, ich hätte eher Wurzeln oder sonst was gesagt. Schnüre, Fäden, Wucherungen, Würmer, aber Geißel? Naja. Auch wieder? Oh, 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 wow. Der erste ohne Anomalie. Hammer. So, ein Hammer noch, den schauen wir uns jetzt auch noch an, dass wir fertig sind. Und dann werden wir da wohl dem nächsten Punkt nachgehen. Und Eos? Ich bin halt echt gespannt. Da habe ich doch so schon was gesehen. Da habe ich mit bloßem Auge doch schon wieder was erkannt. Das hier. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Aluminium? Also 58 finde ich jetzt nicht so viel. Aber okay. So, 100% erforscht. Wir verlassen das System. Das war Ericsson? Ericsson, ja. Und wir gehen jetzt nach Onaon. Mal weiter. Und schauen uns da dann um. Und da haben wir immerhin auch wieder eine Quest zu erledigen. Und bei Eos. War denn das bitte gerade? Und bei Eos bin ich ja immer noch am überlegen, wie ich diese... Kollisionskurs mit unbekannten Objekten! Weichen Sie aus! Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Voller Halt! Jetzt! Hi! Kettschiffe, ein Dutzend! Nein, mehr! Die sind was größer und dahinter ist nur noch übelst massig Geißel im Angebot. Und auch guck mal, ich glaube, die richten Waffen aus sie uns aus. Gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Dann scan zurück, finde ich geil. Wo ist der die Relikte abgebildet hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte. Ich bin Ryder, Captain dieses Schiffs und Pathfinder der Initiative. Ihr kommt mit mir. Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Was heißt hier Widerstand? Ich will doch nur reden. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Tschüssi! Die haben interessante Schiffe. Gericht. Gegner zerstört.
Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geister. Sehen merkwürdig aus. Ja. Bring uns hier raus. Also unser Schiff ist deutlich größer als deren Mini-Ding da. Ja, es wird eng. Kello! Ja! Hammer. Also da ist wirklich so der Ursprung der Geißel, hä? Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Okay. Dann geht's wohl weiter in der Hauptstoryline, so wie das hier aussieht. Wir werden gerufen. Oh, wer ist das denn? Die kenne ich noch nicht. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Sam? Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Wir haben einen Nav-Punkt. Dann mal los. Oh, sie haben uns einen Nav-Punkt gegeben, das ist aber nett. Und eine Eskorte. Ist ja erstmal okay, dass sie uns eskortieren. Ich meine, wir sind hier schließlich die Aliens und die Fremden. Und oh, guck mal, ein Flughafen. Wow, das ist wunderschön. Das ist echt wunderschön. Und oh, die Dachkonstruktionen kommen mir teilweise schon bekannt vor von EOS. Das ist ja cool. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Das hat keiner gesagt. Dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig. Aber hey, kein Druck. Entspannen Sie sich, das ist ein bedeutender Moment. Komm, diesmal läuft's besser. Das ist ein bedeutender Moment. Genau das war unser Ziel. Neue Welten. Neue Aliens. Wünschen Sie mir Glück. Und vor allem mit ihnen reden, anstatt direkt mit ihnen zu kämpfen, ne? Gut, die kommen natürlich jetzt erstmal bewaffnet, aber irgendwo nachvollziehbar. Ich meine, nur weil einer sagt, da kommt in Frieden, ne? Heißt das ja erstmal noch gar nichts, wenn man den nicht kennt. Boah, die Fresse. Danke. Mhm. Bringen Sie mich zu Ihrem Anführer. Ah, das ist wahrscheinlich der Rat von denen. Wer sind denn das? Ich bin Duran Shai, oh, cool. Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon. Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Ein Bild machen darfst du dir gerne. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Also prinzipiell kommen wir mal in Frieden. Sie haben ein Gewölbe. Es tut mir leid. Wir wollen Wissen aus... Eigentlich wollen wir Wissen austauschen und in Frieden kommen. Also ich... Ein Leben des gegenseitigen Respekts und der Kooperation. Das kennen wir schon. Von den Cat, oder? Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Das ist nett. Bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Erstmal okay, natürlich. Sam kriegt ja schließlich alles mit. Vielleicht sitzen die jetzt mit Popcorn irgendwo und schauen einen Film an, wa? Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Die Live-Übertragung. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Die Live-Übertragung vom Pathfinder. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Ist in Ordnung. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung.
Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, geht doch nicht selber. Muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Cat und beschützt uns. Okay, ja, also gegen die Cat kämpfen bin ich gern dabei. Wir haben Besuch von einem Alien. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Hallo. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Es gehört in eine Eindämmungszelle, ist auch bin cool. Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden? Nicht es, er. Und hör auf, ihn so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Darf ich scannen? Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Stecken Sie das weg. Das. Okay. Ja, ist okay. Also erstmal nicht scannen. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Mhm. Ephra wartet drinnen auf Sie. Vielen Dank. Ich würde gerne das Ding kurz aktivieren. Das ist bestimmt die priorisierte aktuell. Ja, die mal bitte, die mal bitte aktivieren, dass das hier schön oben auch drin steht. Und ich würde sagen, dann gehen wir halt mal rein, ne? Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Okay. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Das ist prinzipiell natürlich erstmal okay. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Okay. Verdammt, aber ich bin neugierig. Ich gebe Volt nicht auf. Die führen uns direkt ins Hauptquartier. Das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Milchstraße. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Das kann man auch freundlicher formulieren. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschai ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat.
und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Das, ich schaffe es auch ohne sie, klingt echt mies. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue ihnen nicht. Warum sollte ich ihre Hilfe wollen? Um zu zeigen, dass man mir trauen kann? Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschai würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jor Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Danke für Ihr Vertrauen. Ich traue Ihnen nicht. Ich kann sie im Schlaf töten. Gut zu wissen. Im Schlaf kann ich dich auch töten. Hallo? Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Wer bist du denn? Darf ich jetzt eigentlich scannen? Oh, wer bist du denn? Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Im Moment gar nicht. Wir verwenden Credits, haben aber kaum etwas, wofür wir sie ausgeben könnten. Denken Sie, Sie könnten sie hier ausgeben? Das ginge doch. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Ja. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Mein Name ist Soka. Ich transportiere Fracht zwischen Aya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Das klingt doch tatsächlich mal nach etwas, wo man auch helfen kann. Also nach etwas Sinnvollem hier. Und warum ich, frage ich aber trotzdem. Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Aya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden zu fragen. Das ist wohl wahr. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Ich finde, das ist definitiv eine gute Idee. Also das werden wir machen, ne? Wenn wir rein Interesse haben, habe ich hier... Ah, guck mal, eine Karte haben wir schon. Und wir haben hier verschlossene Türen, die Docking-Zugangssteuerung und direkt vor dem Docking wohl nochmal jemanden, der mit uns reden will. Sie da draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Moschai noch lebt? Wer weiß. Avela Kjar. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Die hat Augen wie die Erde. Da müsst ihr echt mal drauf gucken. Die Augen sehen aus wie die Erde. Und, ey, komm, sorry. Ich muss das einfach ausprobieren, weil die Sprüche teilweise einfach zu lustig sind. Um vielleicht jemanden wie Ihnen zu begegnen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Können alle Menschen so gut mit Worten umgehen?
Das werden Sie selbst rausfinden müssen. Ja, ich schätze, das muss ich wohl. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen. Oh, natürlich. Ich bin Avila Kajar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Oh. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Nicht viel, nur von den Cat weiß ich was. Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Oh ja. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Ja, warum nicht? Es geht hier um einen verlorenen Teil Ihrer Geschichte. Und Sie vertrauen einem Fremden? Ich weiß, was die Leute über Sie sagen, aber ich denke, Sie irren sich. Ich glaube, Sie sind hier, um zu helfen. So ist es. Dann ist das Ihre Chance, es zu beweisen. Sie wollen sich doch Ayas Respekt verdienen, oder? Wenn Sie mir helfen, unsere Vergangenheit zu ergründen, wird sie das einen großen Schritt weiterbringen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Na, ich bin echt gespannt. Das gefällt mir gut. Und ich werde mir das angucken, ne? Und ich würde verflucht gerne die ganzen Pflanzen alles abscannen, aber okay. Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Echt? Geile Scheiße. Aber dann würde ich sagen... Das warte mal kurz. Ja, doch, zur Tempest zurückkehren steht da, ja. Also machen wir das erstmal. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Jedenfalls haben wir jetzt einige Optionen hier. Und tatsächlich mal einen Planet mit freundlichen Aliens gefunden. Alle, die geschrien haben, die sollten hier sein dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören? Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jarl hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jarl. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Cat in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Cat entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Cat kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Phoebe recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jarl. Der Widerstand benötigt Unterstützung.
Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Das ist doch nett oder interessant. Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jarl hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havar ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns, oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jarl will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Danke. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Halten Sie sich einfach bereit, jederzeit loszulegen. Alles klar? Ja, alles klar. Jarl, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Tja. Und ich würde sagen, wir schauen uns das dann in der nächsten Folge etwas genauer an. Bis dann also. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.